In Teil 15 möchte ich Ihnen zwei Funktionen vorstellen, die in Revit und Sophistic Version 2023 hinzugekommen sind. Zum einen variable Bauteildicken und zum anderen Attributlinien. Gehen wir in unser System. Es ist ja in Revit durchaus möglich, variable Bauteildicken zu definieren. Zumindest zunächst mal am physikalischen Modell. Deswegen bin ich hier in der Ansicht im View Architecture. Ich kann diese Decke auswählen, die Konstruktion bearbeiten und hier ein Häkchen bei Variable setzen. Wenn ich das getan habe, steht dann hier oben die Funktion Unterelemente ändern zur Verfügung. Ich kriege das gehighlightet. Und wenn ich hier eine Linie auswähle, kann ich dort einen anderen Wert einstellen. Zum Beispiel soll diese Linie 10 cm höher liegen. Und dann sehen wir, wenn die Decke hier vorne eine Dicke von 20 cm hat, hat sie dort hinten jetzt eine Dicke von 30 cm. Korrekterweise sollte ich jetzt auch die Familie ändern. Darum geht es mir hier aber nicht. Mir geht es darum, wie können wir diesen variablen Verlauf jetzt in der Statik berücksichtigen. Dafür gehe ich auf das Berechnungsmodell und wir sehen hier, wenn ich sie auswähle, das analytische Modell der Decke. Im Sophistik-Struktureigenschaften-Fenster, was Sie übrigens hier oben aktivieren können, sehen wir jetzt die bereits von mir eingestellten Parameter, zum Beispiel Gruppe 30, ein Name. Aber worauf ich hinaus will, ist hier unten jetzt dieses Häkchen, was wir hier setzen können. Das ist neu. Veränderliche Dicke. Wir haben also Standarddicke 20 cm eingestellt. Wenn ich hier ein Häkchen setze, dann geht ein neues Fenster auf. Und dort können wir die Dicken an den Kanten einstellen. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man auch, es wird hervorgehoben, um welche Kante es sich handelt. Und wichtig hier dieser Hinweis, die Dicke muss an mindestens zwei Kanten gesetzt werden. Also ich setze hier ein Häkchen, dann taucht hier die 20 auf. Das war ja die voreingestellte Deckendicke und ändere das auf 30 cm ab. Und auf der gegenüberliegenden Seite hier reicht es jetzt nicht, das auf Automatik stehen zu lassen, sondern hier muss ich ein Häkchen setzen und dann habe ich die Forderung erfüllt, dass zwei Dicken an zwei Kanten gesetzt wurden. Also da hinten 30, hier 20 und ich bestätige das. Dann gibt es hier einen weiteren Parameter, der nennt sich Ausrichtung. Also in welche Richtung soll denn die Veränderung der Dicke durchgeführt werden. Hier steht es auf zentrisch. Wenn ich das einfach mal auf zentrisch stehen lasse und jetzt das System einmal kurz berechne, dann werden wir sehen, was das bewirkt. Ich könnte jetzt in den SSD gehen, aber ich habe auch die Möglichkeit, im Revit direkt die Visualisierung aufzurufen. Und wir sehen hier oben die Decke. Ich wähle mal nur die Decke aus hier und schaue von der Seite drauf. Ja, dann kann man erkennen, dass jetzt die Dicke sich nach oben und unten vergrößert hat. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Alternativ, jetzt gehe ich zurück zu Revit, wähle die Decke wieder aus und ändere den Wert auf zum Beispiel oberhalb plus Z. Ja, lasse das kurz wieder berechnen. Und dann schauen wir wieder in die Visualisierung hinein. So. Und wieder nur diese Decke, ja, und dann kann man erkennen, dass jetzt die Unterkante horizontal ist und die Dicke nach oben.
vergrößert wurde, also eine Exzentrizität, haben wir hier nun definiert. Die Möglichkeit einer Definition von Exzentrizitäten kam im Sophistic Update Release 2023-1 hinzu und diese ja, Variablen Dicken stehen seit dem Sophistic Update Release 2023-2 zur Verfügung. Eine weitere Funktion, die ebenfalls mit 2023-1 hinzugekommen ist, sind die sogenannten Attributlinien. Was hat es damit auf sich? Attributlinien sind analytische Bauteile, die keinen Querschnitt enthalten. Ja, es sind so eine Art Hilfslinien, die sich frei im Revit-Modell platzieren lassen. Diese Linien können dann beispielsweise herangezogen werden, um genaue Lasten zu definieren, also Punktlasten, Linienlasten, überall im Modell. Oder auch, das gucken wir uns gleich mal an, sie können dazu dienen, das finite Elementnetz anzupassen. Und darüber hinaus gibt es auch natürlich die Möglichkeit, diese Linien als Referenz Elemente herzunehmen, eine Sophistic-Nummer zum Beispiel zuzuweisen und dann im Structural Desktop diese Linien für Auswertungen heranzuziehen. Wie funktioniert das? Ich bleibe bei der Decke, die wir uns gerade angeschaut haben, wähle den View von oben und will jetzt eine analytische Attributlinie hier erzeugen. Das geht über Berechnung. In Revit 2023 stehen ja hier diese Funktionen zur Verfügung. Ich muss also das analytische Element auswählen, muss jetzt sagen, auf welcher Arbeitsebene will ich arbeiten. In dem Fall Ebene 3, Berechnungsmodell, okay. Und setze jetzt hier mittig eine Linie hinein. Und wenn ich die auswähle, sehen wir im Sophistic-Struktureigenschaften-Fenster dort den Elementtyp Attributlinie. Also das ist jetzt unsere Attributlinie und hier kann ich, wie gesagt, jetzt Parameter, eine Gruppe zum Beispiel hinzufügen, einen Namen, um diese Linie später auch im SSD wieder ansprechen zu können oder auch im WinGraph beispielsweise. Ja, um das jetzt mal nachzuvollziehen, schauen wir noch mal gerade hinein hier in das Modell, wie wir es eben hatten. Also ich gehe noch mal in die Visualisierung. Ich habe noch nicht jetzt mitgeteilt, dass die Linie da ist, weil ich wollte vorher noch mal mit Ihnen hier in diese Decke hineingucken, in das Netz der Decke. So, also das ist momentan das Netz dieser Decke und ich habe jetzt hier in der Mitte eine Attributlinie hineingelegt und gesagt, dass das das Netz beeinflusst. Also gehe ich jetzt zum Revit, da ist die Attributlinie und jetzt lasse ich das Ganze einmal rechnen. Damit wird jetzt dem System mitgeteilt, dass dort eine Attributlinie ist und wir schauen dann wieder in die Visualisierung hinein und jetzt gehe ich wieder auf Gruppe. So, und jetzt sehen wir, dass die Linie hier zu einer Zwangslinie von der Vernetzung geworden ist. Kann man also sehr schön beeinflussen. Ja, kann man natürlich jetzt noch weiter treiben, wenn wir noch mal ins Revit gehen zu unserer Linie und jetzt hier sogar zum Beispiel eine Netzdichte reinschreiben, eine andere, sagen wir mal 50 Zentimeter. So. Und jetzt noch mal
vernetzen, berechnen lassen. Ja, dann haben wir hier wieder die Visualisierung. Ich muss die Gruppe ausschalten. Ja, somit haben wir hier also die Maschenlänge entlang der Linie auf 50 cm festgelegt. Gut, das waren die beiden Themen, die ich Ihnen näher bringen wollte. Einmal die variablen Bauteildicken inklusive Exzentrizitäten und zum zweiten die Attributlinien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.